Hallo, ich möchte hier in dem kurzen Video mal zeigen, wie man mit HiCard 2012 die ersten Schritte im Stahlbau, wie man da anfangen kann. Ich möchte hier, so wie auch im vorigen Video, ein kleines Carport zeichnen. Ich fange wieder mit einer Grundplatte an, das heißt, ich gehe in Skizze und erstelle mir eine Skizze. Hier wähle ich dann die Ebene aus, die Grundplatte ist natürlich eine waagerechte Platte, kann hier ein Rechteck zeichnen. So, ich habe hier ein Rechteck gezeichnet. Mittels HCM kann ich hier aber auch Werte drauflegen, zum Beispiel 15 Meter mal 25 Meter. Ich habe hier dann die Grundplatte unter Metallbau, Teileart, Massivbau, habe ich hier schon vorgefertigte Teile, sogenannte Bodenplatte Beton, das Teil. Die Höhe, so minus 250 mm zum Beispiel. So, jetzt habe ich schon meine Bodenplatte. Ich möchte eine schöne Strukturierung haben, deswegen mache ich mir Baugruppen, welche nicht stücklich relevant sind. Zum Beispiel Bausets, wo alle Teile reinkommen, welche Bausets sind. Dazu speichere ich das einmal ab. So, ich kann natürlich über rechte Maustasten kann ich da hier auch die Farben ändern. Warum ich das mit Bausets mache? Es ist ja nicht immer so, dass man nur mit einer Bodenplatte oder mit einem Teil als Bauset hat. Meistens hat man da mehrere Teile und die kann ich dann mit der rechten Maustaste alle auf einmal aus- und einblenden, um eine bessere Übersicht in der Zeichnung zu haben. Ihr habt die Möglichkeit, mit der rechten Maustaste mit verschiedenen Ansichten zu arbeiten. So, egal in welcher Ansicht ich jetzt arbeite, es wird mir in allen Ansichten immer aktualisiert. Ich möchte jetzt einfach so einen Rahmen zeichnen. Dazu lege ich mir einfach eine Bearbeitungsebene senkrecht drauf und fange mit meinen Profilen an. So. Ich möchte hier einfach ein I-Profil, einen HRH zum Beispiel, HRH 180, diesen baue ich über eine Ebene ein, so ein senkrechtes Profil, das drehe ich so wie ich es brauche, vorne auch noch eines, so, oben möchte ich dann einen IB haben, 200 zum Beispiel. So, der passt mir jetzt von der Drehung. Jetzt haben wir mal da ein Teil. Natürlich, um das wieder richtig zu machen, möchte ich auch eine Baugruppe haben. Das ist zum Beispiel mein Stahlbau. Baugruppenpunkt brauche ich keinen. Das ist für mich ein Rahmen. Die sind alle nicht stücklistenrelevant. Falls ich eines versehentlich stücklistenrelevant gemacht habe, kann ich mit der Attribute des Teils immer wieder die Sachen ändern. Ich schiebe mir jetzt die Profile da einfach bei Drag and Drop in diesen Rahmen rein. So, diese Ebene brauche ich in diesem Fall jetzt nicht mehr. Wenn ich mir das jetzt anschaue, habe ich jetzt diese Profile irgendwie in diese Konstruktion gestellt. Ich möchte natürlich da jetzt mit fixen Maßen arbeiten. Ich klicke diese Ansicht an, dann bin ich automatisch in der Draufsicht. Ich möchte hier in die Glasansicht wechseln und mit der rechten Maustaste kann ich zum Beispiel hier Teil verschieben über zwei Linien. Ich sage, diese Kante soll zu dieser Kante kommen und zusätzlich soll sie noch um 500 mm einverschoben werden. Das heißt, jetzt habe ich zwischen diesen zwei Kanten 500 mm Luft. Ich mache mir den Hauptmaßstab etwas größer, damit ich die Bemaßungen sehe. So, wenn ich das jetzt einmal bemaße, auf diese Kante, habe ich hier genau 500 mm Luft. So, auf der hinteren Seite möchte ich einen Meter haben. Das heißt, rechte Maustaste, wieder schieben. Dann sage ich ihm, diese Kante soll zu dieser Kante verschoben werden. Das wäre 1400 und irgendwas. Dann sage ich minus 1000. Dann schiebt er mir
diesen drei Teile um 462,72 nach in dieser Richtung, nach links, und es bleibt automatisch 1000 übrig. So, ich möchte jetzt diesen Rahmen gleich einmal weiter kopieren, das heißt rechte Maustasten, Teil wiederholen in Kantenrichtung. Ich könnte aber auch sagen, zum Beispiel über einen Raster. Ich sage jetzt gleich einmal über einen Raster. Dann kann ich sagen, jetzt ein lineares Raster. Jetzt habe ich die Möglichkeit. Ich sage dir einfachheitshalber in Y-Richtung. Einfach Y-Richtung. Wie viele Kopien möchte ich haben? Ich sage jetzt einfach vier Kopien. Das reicht mir. Die sollen gleichmäßig aufgeteilt werden. Zum Beispiel über eine Gesamtlänge von 25 Meter. So. Dann kann ich hier noch sagen, ohne übergeordnetes Teil. Das heißt, sonst wird da ein Teil angelegt. Feature soll natürlich erzeugt werden. So, wiederholen. So. Jetzt hat er mir das kopiert. Jetzt sieht man, jetzt habe ich hier aber gleich einen Blödsinn gemacht. Das heißt, zu weit gezählt. Jetzt habe ich aber durch dieses Teile wiederholen, habe ich hier ein Feature. Mit Doppelklick komme ich immer wieder in dieses Feature rein. Ich kann hier dann die Werte immer wieder ändern. Oder ich kann gleich sagen, ich möchte mit festen Abständen arbeiten. Zum Beispiel mit 4500 Achsabstand. Wiederholen, dann kommt das raus. Oder bei einem möchte ich 5600 haben. Wiederholen. So kann ich mir die Sachen dann einfach einrichten. Ich lasse das jetzt einfach mal so, weil ich das so haben möchte. Jetzt habe ich aber so, dass ich die Teile noch in keiner Hinsicht bearbeitet habe. Jetzt habe ich die Möglichkeit mit der rechten Maustaste zum sagen Teile referenzieren. Ich sage jetzt intern referenzieren und die gleichen Teile sollen mir rausgesucht werden. Das heißt, wenn ich einen Teil bearbeite, werden alle anderen mitbearbeitet. Ich sage da jetzt einfach weiter. Man hat die kurz markiert gesehen und hier sieht man dann das Error. Das gelbe Rufzeichen heißt einfach, es ist nicht gespeichert. Sobald ich sage speichern, ist das weg. So, jetzt fange ich mit meinen Bearbeitungen an. Ich klicke das Teil an, bin ich automatisch im Stahlbau. Dann fange ich an, zum Beispiel anschneiden. Hier die Möglichkeit zu verlängern oder ohne verlängern. Ich sage jetzt mit verlängern und ich möchte unten 10 mm Luft haben. Zum Beispiel da, da. Und dieses Profil auch. So wie ich diesen Befehl mit der mittleren Maustaste beende, werden alle anderen Profile nachgezogen. Dann kann ich noch sagen, okay, ich brauche eine Neigung vom Carport, rechte Maustasten, soll ich zum Beispiel Teil über eine Kante drehen. Ich gebe die Drehachse an, zum Beispiel diese Achse, dann sehe ich hier, wo ist die positive Richtung. Ich sage einfach, zum Beispiel 5 Grad in diese Richtung soll es geneigt werden. Hat er natürlich bei alle gemacht. So, jetzt überlege ich mir, das Profil soll mir hinten einen gewissen Abstand überstehen und vorne. Ich sage einfach Kante anschneiden. Hinten möchte ich zum Beispiel 500 mm. Dieses Profil an dieser Kante. Und vorne möchte ich 1000, also minus 1000, weil es sich um eine Luftspalte handelt. So, dieses Profil hier. So, mittlere Maustasten werden alle mitgezogen. Natürlich definiert sich ein Carport auch durch die Höhe. Ich möchte jetzt einfach, dass hinten die Unterkante, also diese Kante, 2200 mm vom fertigen Fußboden oben ist. Dazu gehe ich in diese Ansicht zum Beispiel, schalte diese auch auf die Glasansicht und sage zum Beispiel rechte Maustasten wieder, Kantenrichtung. Diese Kante soll hier runterkommen. Das wäre jetzt 3200. Sage einfach minus 2200, dann bleibt mir die 2200 übrig. So, jetzt hat er mir das auch gemacht. Dann kann ich weitermachen. Kann man jetzt auch mal probieren, wenn ich zum Beispiel hier die Werte ändere auf 3500. Und bleibt mir das trotzdem alles gleich. Ich lasse jetzt einfach ein fixes Maß von 4000. So, jetzt möchte ich da mit meinen ersten Anschlüssen anfangen. Jetzt, wenn wir reinschauen mal.
Ansicht sieht man es am besten, habe ich hier die 10 mm Luft. So, man sieht ja hier auch schön, dass in jeder Ansicht alles mit geändert wird. Ich fange mal an im Bauwesen. Hier mit der Stecknadel kann ich das dann fixieren. Ich brauche nur das erste. Ich gehe auf Stahlbau, da sehe ich die verschiedenen Anschlüsse. Ich sage hier einfach mal eine Fußplatte mit Ankerplatte. Ein Profilende ist dieses Profilende. So, jetzt wird mir hier dieser Anschluss geöffnet. Ich habe natürlich die verschiedensten Möglichkeiten. Ich soll jetzt einfach erstmal mal alles einbauen. Diesen Raster, den Schubanker, Anker, das gehen wir jetzt gleich durch. Das soll natürlich auch alles angebaut werden. Mit OK erstellt er mir diesen Anschluss. So, er hat mir jetzt gleich aus dem Teil auch eine Baugruppe gemacht, so wie es eigentlich im System sein sollte. Jetzt hat er mir diesen Anschluss gemacht. Ich sage jetzt einfach zu diesem Teil mit der rechten Maustaste, er soll die Schicht ändern. Das heißt, auf eine transparente Schicht, damit ich sehe, was jetzt darunter los ist. So, jetzt kann ich natürlich, sehe ich, das ist jetzt viel zu groß für diesen Träger oder für dieses Carport. Damit ich das ändern kann, gehe ich einfach auf dieses Feature mit Doppelklick, wird das dann wieder geöffnet. Jetzt sage ich, hier brauche ich keine Einschweißplatte, brauche auch keine Ankerplatte und ja, hier kann ich dann die Breiten einstellen. Wie breit sollen die sein? 400 mal 400. Hier kann ich, mir die Bleche einstellen. Zum Beispiel 20er Blech. Und mit OK kann ich mal schauen, was habe ich jetzt gemacht. So, dann haben wir hier diese Werte da geändert. Natürlich hat er das bei alle gemacht. So, gehen wir wieder rein. Jetzt gehen wir zum Schubanker. Den brauchen wir jetzt hier nicht, weil ich auch keine Ankerplatte mehr habe. Dann gehe ich auf die Anker, hier stelle ich ein, welchen Bauchabstand möchte ich haben. Ich sage jetzt einfach mal 300 mal 300. Vorher habe ich zum Beispiel 400 mal 400, das heißt, ich habe jetzt 50 mm Platz. Ich habe hier die Möglichkeit, über Hakenschrauben einzubauen. Ich baue jetzt einfach mal eine Hakenschraube, dass man sieht. So wird das mit der Hakenschraube ausschauen, als wenn das jetzt einbetoniert wird. Brauche ich jetzt aber in dem Fall auch nicht. Also kann man immer schön das dann hier ändern. Das heißt, ich lege hier einfach wieder in den Dübel rein. So, hier kann ich dann einstellen die Rippen. Welche Rippen brauche ich nicht? Ich sage hier einfach zum Beispiel diese. Ich brauche hier eigentlich gar keine Rippen. Einfach den Haken rausnehmen. Übernehmen, kann ich das natürlich auch hier gleich anschauen. So, in diesem Fall ist okay, die brauche ich natürlich auch nicht und übernehmen. So, ich sage jetzt einfach schließen, weil ich habe das hier jetzt geändert, weil das so wie ich es gebraucht habe. So, diesen Anschluss möchte ich natürlich vorne auch haben. Die einfachste Variante ist jetzt einfach, ich sage diesen Anschluss kopieren. Das soll nach vorne kommen. Die Abfrage ist dann immer die gleiche. So, jetzt bin ich noch im Befehl drinnen. Sobald ich mit der Maustaste drücke, wird mir dieser Anschluss aktualisiert.